Ja, herzlich willkommen zum zweiten Vortrag heute am zweiten Tag der Kieler Open Source Bildungstage. Nach einem etwas schwarzmalerischen Vortrag, den wir eben gehört haben, hinsichtlich der Zentralisierung des Internets, geht es jetzt darum, wie diese Zentralisierung auch noch überwacht wird und wie man vielleicht die Fesseln durchbrechen kann. So habe ich zumindest den Teasertext von Carsten verstanden. Ich hoffe, das ist auch so, was du ein bisschen geplant hast. Wir werden es sehen. Ich freue mich auf deinen Vortrag. Dezentralisierung gegen Überwachung im Internet. Viel Spaß. Ja, ich freue mich genauso hier zu sein und ich fürchte, mein Vortrag wird auch ein bisschen schwarz werden, aber ich versuche mal am Ende so ein bisschen die Kurve zu bekommen. Also im Grunde genommen, wenn ich jetzt gleich hier anfange ein bisschen zu schimpfen über User, die halt nicht nachdenken und Facebook nutzen, dann meine ich natürlich niemanden mit hier im Raum, weil ihr seid ja alle hier, interessiert euch schon für Open Source, ihr interessiert euch schon für Linux, ihr seid natürlich auf der richtigen Seite. Zu meiner Person noch, ich habe in den 90ern Informatik studiert, technische Informatik. Und ich hatte das Glück, dass ich in einem Studentenwohnheim in einer Gruppe drin war, die ein Netzwerk auf Linux-Basis aufgebaut haben. Und so habe ich halt Linux als Open-Source-Software lieben und schätzen gelernt und bin auch später dabei geblieben. Im Informatikstudium, da gibt es ja immer so zwei Richtungen. Entweder man geht so in die Wirtschaftsinformatik, macht was mit proprietärer Software, verdient viel Geld, oder man wird Open-Source-Programmierer und verdient nicht so viel Geld, aber dafür bringt man die Gesellschaft weiter. Okay, worum es heute geht, ist eigentlich, was passiert in 60 Sekunden im Internet. Und ich möchte das eigentlich gar nicht moralisch bewerten, weil ich denke, jeder von Ihnen kann in seiner Freizeit tun und lassen, was er möchte. Unsere Jugendlichen sind viel auf Snapchat unterwegs, die Erwachsenen verstehen das nicht und so weiter. Und das ist aber eigentlich völlig egal. Worauf ich den Fokus legen will, ist denn das aus Open-Source-Sicht vertretbar, was wir hier machen? Und ich habe da ein paar erschreckende Artikel im Internet gefunden. In Amerika hat jemand solche Cookies hier verteilt, also Kekse, so Facebook-Kekse, Instagram-Kekse, Twitter-Kekse. Und die haben halt in der amerikanischen Fußgängerzone oder im Shoppingcenter gesagt, so, du kriegst hier einen Facebook-Keks, verrätst uns dafür deine Sozialversicherungsnummer. Dazu muss man wissen, die haben in Amerika keinen Personalausweis. Da geht es alles über die Sozialversicherungsnummer. Die sollte man eigentlich nur seinen Arbeitgeber und entsprechenden Behörden mitteilen, weil damit kann man relativ viel Betrug machen. Und das Erschreckende war halt, dass ein Großteil für so einen Keks seine Sozialversicherungsnummer hergegeben hat. Und da habe ich mir gedacht, okay, Amerikaner, die haben vielleicht nicht so viel Ahnung. Und dann wurde aber auch in Europa mal ein Versuch gemacht und da haben die einfach Schokolade verteilt an Universitäten und haben gesagt, verrätst du mir dafür dein Passwort? Und 30% der Studenten haben tatsächlich ihr Passwort rausgerückt. Und nochmal 30% haben zumindest Hinweise gegeben, wie in meinem Passwort kommt der Name meines Lieblingshaustieres vor oder mein Geburtsdatum kommt da drinnen vor. Und was ich euch eigentlich hier in diesem Vortrag sagen will, verratet niemals euer Passwort. Und immer, wenn ihr im Internet einen Dienst aufruft, lest euch ruhig mal das Kleingedruckte durch. Also die verkaufen ja eure Daten dafür, dass sie euch ein bisschen Zuckerguss anbieten, also bei Facebook zum Beispiel. Und alles, was ich jetzt eigentlich möchte in diesem Vortrag, ist euch ein bisschen zum Nachdenken anregen, euch aufzuzeigen, es gibt Alternativen. Ihr müsst nicht immer das nehmen, was alle machen. Und denkt einfach mal ein bisschen drüber nach. Geht danach nochmal ins Internet zu einer Suchmaschine eures Vertrauens. Das sollte nicht Google sein. Und prüft doch einfach nochmal nach, was ich gesagt habe. Und guckt mal nach, ob man sich nicht besser anders verhalten könnte. Und vielleicht wirkt ihr auch ein bisschen auf eure Freunde ein. Weil wenn wir alle zu Facebook, zu Google gehen oder so, dann machen wir auf Dauer das Internet leider kaputt. Gehe ich noch genauer drauf ein. So, zur Auflockerung möchte ich jetzt am Anfang euch ein paar Fragen stellen zu den Diensten hier. Ich denke mal, das meiste sollte bekannt sein. Und da geht es eigentlich mehr so um Meinungen, also nicht um richtig und falsch. Und dann kann ich das Publikum auch so ein bisschen einschätzen. Also die erste Frage, die ich stellen möchte, welcher von diesen Diensten ist denn so aus Open-Source, freier Software-Sicht okay? Freie Software sollte einmal unter einer freien Lizenz stehen, zum Beispiel die GNU-Lizenz. Sie sollte dezentral sein, also wenn ein Server ausfällt, sollte nicht gleich das ganze Netzwerk ausfallen. Gibt es denn hier einen von den Diensten, wo ihr meint, der wäre okay? Ja? Genau, der E-Mail-Dienst. E-Mail ist dezentral, könnt ihr bei euch zu Hause auch einen E-Mail-Server betreiben, ihr könnt euch einen E-Mail-Service im Rechenzentrum betreiben, ihr müsst ja nicht zu GMX, Telekom, Hotmail oder Yahoo gehen, wo dann halt auch die NSA das Ganze wieder abschnorchelt
Und da bin ich auf eine interessante Meldung gestoßen. Das ist Hillary Clinton. Und wie ihr wisst, läuft ja in den USA gerade der Präsidentschaftswahlkampf. Das ist eine Kandidatin und sie ist ja ein bisschen in die Presse gekommen mit einem Skandal, dass sie in der Zeit, als sie Außenministerin war, hat sie ja ihren privaten E-Mail-Service betrieben. Sie hat ihre E-Mails nicht über den Service des Weißen Hauses verschickt, sondern über einen eigenen E-Mail-Server, den sie selbst betrieben hat. Und der Skandal war jetzt, dass sie dadurch nicht überwachbar war. Sie konnte halt, also die NSA konnte nicht überprüfen, ob sie nicht vielleicht versehentlich geheime Dokumente raussendet, was sie angeblich getan hat oder an die falschen Adressen gesendet hat. Und damit hat Hillary Clinton ja ein leuchtendes Beispiel für uns alle gesetzt. Weil wenn wir alle unseren eigenen E-Mail-Service zu Hause betreiben würden, hätte die NSA es wesentlich schwieriger, uns alle zu überwachen. Und ich finde, das muss man ihr doch hoch anrechnen, dass sie mal gezeigt hat, wie man die NSA austricksen kann. Auch wenn das natürlich nicht ihre Intention war. So, dann möchte ich euch noch eine andere Politikerin vorstellen. Kennen wir auch alle, Frau Merkel. Für sie ist das Internet noch Neuland, was ich ihr gar nicht vorwerfen will, weil sie gehört ja zu einer anderen Generation. Sie ist ja nicht mit dem Internet aufgewachsen. Allerdings hat sie ein Wort geprägt, das ich ihr nachtrage, und zwar alternativlos. Sie betrachtet ja ihre Kanzlerschaft als alternativlos. Die SPD ist ja schon der Meinung, sie braucht gar keinen Kanzlerkandidat mehr aufstellen, weil Frau Merkel wird sowieso gewählt und die SPD will ja nur Koalitionspartner werden. Und ich bin der Meinung, in einer Demokratie sollte eigentlich nichts alternativlos sein. Es gibt immer Alternativen und in der Demokratie muss man sich halt für das Beste entscheiden. Und wenn jemand sagt, meine Politik ist alternativlos, dann will er damit eigentlich nur die Kritiker mundtot machen. Und wenn ihr ins Internet geht, dann wisst ihr natürlich, für alles gibt es eine Alternative. Und da gibt es eine tolle Seite und ihr listet euch die besten Alternativen aus. Auf. So sieht sie aus. Und dann werden euch hier Software angeboten und dann könnt ihr da draufklicken und dann könnt ihr gucken, was ist die beste Alternative dafür. Zum Beispiel da oben Microsoft Word, ne? Wisst ihr natürlich alle, dass OpenOffice oder LibreOffice die beste Alternative dazu ist. Und so kann man das hier nachgucken. Ich habe hier mal eingegeben, Facebook, was ist die Alternative für Facebook? Und da wird hier Twitter und Google empfohlen. Und dann sage ich mir natürlich, mir ist es doch eigentlich egal, ob Facebook, Twitter oder Google meine Daten weiterverkauft. Ich möchte gern, dass meine Privatsphäre geschützt wird. Und dann müsst ihr hier noch bei Lizenz, müsst ihr natürlich auswählen, dass ihr eine Open-Source-Lizenz haben wollt. Und dann werden euch auch die richtigen Alternativen empfohlen. Als erstes steht da Diaspora, würde ich sagen, ist eine gute Alternative für Facebook. Ist ein dezentrales Open-Source-Netzwerk, das in Deutschland sehr beliebt ist, weil in Deutschland achten die Leute wesentlich mehr auf ihre Privatsphäre als zum Beispiel in den USA. Und deswegen habt ihr eine hohe Chance, dass ihr dort deutsch sprechende Leute trefft. So, und damit geht es eigentlich auch richtig los. Ich möchte euch jetzt eben noch mal kurz erzählen, warum wir Facebook nicht nutzen sollten. Und dann wollte ich noch ein bisschen genauer auf die Alternative eingehen. Und im Laufe meines Vortrags werde ich kurz einmal alle diese Punkte hier ansprechen und euch kurz sagen, was könnt ihr da besser machen? Also, das ist eine norwegische Zeitung und die hat einen Artikel geschrieben über den Vietnamkrieg. Das Foto, das wir da sehen, zeigt ein Dorf, das mit Napalm von den USA bombardiert wurde und einige Kinder flüchten. Das Kind in der Mitte ist nackt und hat auch Verbrennungen. Und dieses Foto war Anfang der 70er das Foto des Jahres und hat auch nachhaltig dafür gesorgt, dass der Vietnamkrieg eingestellt wurde, weil die Welt hat es natürlich nicht hingenommen, dass die USA dort Dörfer mit Kindern bombardiert, weil das sind ja eindeutig keine feindlichen Kämpfer, die da weglaufen. Und diese Zeitung hat halt also so einen Artikel geschrieben und jetzt wissen wir ja alle, dass auf Facebook wird ja von der Politik eingewirkt, die sollen diese Hassnachrichten löschen. Und wenn man jetzt dieses Foto aus dem Kontext reißt, dann könnte das natürlich Kinderpornografie sein, weil das Mädchen in der Mitte ist ja nackt, also wurde es bei Facebook erstmal gelöscht. Da hat sich die Zeitung natürlich beschwert und hat gesagt, ja, aber das darf man ja nicht aus dem Kontext reißen. Wir haben ja einen Artikel über Kriege geschrieben und die schrecklichen Auswirkungen. Und da hat Facebook gesagt, ja, tut uns leid, ne? Wir haben immer nur 3 Sekunden Zeit zu löschen oder freizugeben. Und da können wir nicht so lange recherchieren, ob dieses Foto jetzt in Ordnung ist oder nicht. Und dann hat nochmal der norwegische Premierminister das Foto auf seiner Facebook-Seite gepostet.
Und dann wurde es natürlich auch gelöscht. Und dann gab es aber eine relativ heftige Diskussion. Und am Ende sagte Mark Zuckerberg dann, ja, vielen Dank, liebe Community, dass ihr das diskutiert habt. Wir haben uns entschlossen, dieses Foto doch freizugeben, weil es ja ein Antikriegsfoto ist. Und da sage ich mir, das ist ja lächerlich, ne? Also Facebook hat nun eindeutig die Marktführerschaft in Sachen soziale Netzwerke. Eigentlich dürften wir denen gar nicht die Möglichkeit geben, etwas zu zensieren. Und da verstehe ich auch unseren Justizminister Herrn Maas nicht, der sagt, Facebook muss schneller Hasskommentare löschen, weil das ist im Zweifelsfall ist das gar nicht so einfach zu entscheiden. Ist das jetzt eine ernst gemeinte Kritik? Ist das ein Hasskommentar? Und ich finde, eine freiheitlich-demokratische Grundordnung, die muss das aushalten können. Wir müssen den Hass diskutieren können und wenn, dann müssen wir die Ursachen bekämpfen. Wir können ja nicht sagen, lösch alles weg und dann haben wir ein rosarotes Internet, weil dann passiert sowas, dann werden auch solche Fotos gelöscht, dann werden geschichtliche Hinweise auf den Holocaust gelöscht, dann alles, was halt irgendwelche Leuten nicht gefällt, wird gelöscht und unsere Kinder erfahren irgendwann gar nicht mehr, was in der Vergangenheit alles Schlechtes passiert ist und das kann es ja irgendwie nicht sein. So, das ist ein sogenanntes Plus-Size-Model. Und die hat auf ihrer Facebook-Seite Werbung gemacht für Mode in Übergrößen. Und da hat Facebook gesagt, das löschen wir, weil wir haben eine Richtlinie, dass nur fitte, gesunde Leute auf den Fotos sein sollten. Und die, ja, und diese Frau sieht nicht fit und gesund aus, also wird sie gelöscht. Ich meine, da lachen wir jetzt drüber, aber ich meine, diese Frau war natürlich höchst verstört. Und natürlich muss es auch dicke Menschen geben. Ich meine, ich bin ja auch nicht voll schlank, ne, aber als Entwickler bleibt das ja nicht aus, wenn man nur die Finger trainiert. So, dann gab es noch eine andere Meldung. Im Wahlkampf hat ja Hillary Clinton sich gegen Bernie Sanders durchgesetzt. Und da haben die Hillary Clinton-Fans einen relativ gemeinen Trick angewendet. Und zwar haben sie die Pro-Bernie-Sanders-Gruppen auf Facebook sperren lassen. Sie haben sich also irgendwelche Posts rausgesucht, die gegen die Richtlinien verstoßen haben. Und in großen Gruppen, wo 1000 Leute drin sind, findet man immer irgendwas, wo sich jemand halt schlecht ausgedrückt hat oder Kraftausdrücke verwendet hat. Und dann wurden diese Gruppen gesperrt und dadurch waren dann nur noch die Gruppen von Hillary Clinton erreichbar und die Leute haben sich gedacht, oh, die Hillary ist ja doch viel beliebter, als ich dachte, dann werde ich die auch mal wählen. Und das ist auch eine der großen Gefahren, das geht jetzt nicht nur von Facebook, sondern auch von Google aus, je nachdem, wie die ihre Timeline oder die Suchindex manipulieren, können die uns dazu bewegen, Sachen zu kaufen oder Leute zu wählen. Das ganze Phänomen nennt sich Filterblase. Also ich habe ja so meine Meinung und die bilde ich aus den Zeitungen und das, was ich aus dem Internet bekomme. Und vielleicht bin ich ein Anhänger von Bernie Sanders. Wenn ich jetzt aber ins Internet gehe und nur sehe, dass nur Nachrichten über Hillary Clinton geteilt werden, dann sage ich mir, oh, dann habe ich mich wohl getäuscht. Bernie Sanders ist gar nicht so beliebt, weil sonst wäre er ja im Internet mehr vertreten. Also tendiere ich dann auch mehr zu Hillary Clinton. Und so kann man halt die Wahl manipulieren. Und so geben wir halt diesen Konzernen unheimlich viel Macht. Und das ist eine Gefahr, die ich sehe. Und da können wir natürlich entgegenwirken, wenn wir freie, dezentrale Netzwerke aufbauen. Und hier habe ich euch mal eine typische Timeline einer x-beliebigen, zufällig ausgewählten Nutzerin von Diaspora gewählt. Kann man jetzt also da oben so schöne Kommentare schicken. Dann kann man das liken. Man kann seine Urlaubsfotos verteilen. Also man kann eigentlich alles machen, was man auf Facebook auch machen kann. Und man kann die Sachen löschen, später noch editieren. Und es gibt halt mehrere Server. Das ist ganz wichtig. Das Netzwerk ist dezentral aufgebaut. Und an den Icons erkennt ihr, das ist auch gar nicht alles Diaspora. Also der Stern steht für Diaspora. Dann gibt es noch Frederica und noch so eine andere Software. Und die verbinden sich alle zusammen und nennen sich dann die Federation. Sie bilden also sozusagen eine freie soziale Timeline. Und ihr könnt ein Open-Source-Projekt starten und euch an diese Timeline ranhängen. Und dann habt ihr schon mal Nachrichten, die über eure Software laufen. Also ihr habt schon mal eine Basis, auf der ihr aufbauen könnt. Und alle diese Softwaren verbinden sich halt zu einem riesen Netzwerk zusammen, zu einem riesen dezentralen Netzwerk. Und wenn ich über einen Server was einspeise, kann man das über alle anderen Server auch abrufen. Und es ist halt unheimlich schwer, das Ganze dann zu zensieren oder abzuschalten. Und so kann man halt eine freie, demokratische Struktur aufbauen. Und das Beste ist natürlich, dass ihr nicht auf einen dieser Server geht, sondern dass ihr euren eigenen Server aufsetzt und sozusagen Teil dieses Netzwerks werdet. Und wie ihr hier an den Fahnen seht, Deutschland ist überproportional vertreten. Also ihr habt eine gute Chance, dort auch Leute zu treffen. Und wenn ihr dort das erste Mal raufgeht, dann postet mal Hashtag neu hier. Und dann
Und dann werdet ihr auch sehen, dass ihr eine herzliche Begrüßung bekommt, weil das hat sich so eingebürgert unter Diaspora, dass man Neue begrüßt und dass man denen hilft und zeigt, wie das Netzwerk funktioniert. Also völlig konträr zu Facebook. Wenn ihr bei Facebook in irgendeine Gruppe reingeht und das Falsche postet, dann werdet ihr wahrscheinlich eher gehatet. Das ist hier halt nicht der Fall. Da versucht man euch zu helfen und zu integrieren. Okay, damit habe ich den Facebook-Zweig abgehakt. Jetzt möchte ich kurz mal auf Snapchat eingehen. Ist ja auch sehr verbreitet. So, das Erste, was ich euch erzählen möchte, ist, warum nutzen so viele Jugendliche Snapchat? Da habe ich hier einen interessanten Artikel gefunden über 13-jährige Jugendliche. Die hängen alle in jeder freien Minute an ihrem Handy rum. Und da fragt man sich dann so, warum ist das so? Und in diesem Artikel wird halt erzählt, dass sich Jugendliche heutzutage so ähnlich wie eine Marke fühlen. Also eine Marke hat nur ihren Wert, wenn sie halt ständig in der Werbung auftaucht. Also zum Beispiel Red Bull würde keiner trinken, wenn die nicht dauernd irgendwelche verrückten Sportevents sponsoren würden. Und so betrachten die Jugendlichen sich halt auch als Marke und man möchte halt in sein, man möchte dazugehören, man möchte in der coolen Clique sein. Und was halt immer geht, ist Selfies posten, sein Mittagessen posten, wenn man shoppen geht, posten, was man gerade gekauft hat. Und man kassiert dafür halt Likes oder Views und dadurch kriegt man halt einen gewissen sozialen Status. Und wenn man halt einen guten sozialen Status hat, dann darf man sich auf den Schulhof zu den coolen Leuten stellen. Und wenn nicht, dann ist das halt nicht so toll. Also die Jugendlichen wollen ja gern dazugehören, die wollen Gemeinschaften bilden, Freunde bilden. Und warum machen die das auf Snapchat? Das könnten sie auch auf Facebook machen, so wie sie es früher gemacht haben. Aber das Problem ist, dass Facebook inzwischen zu Mainstream geworden ist. Auf Facebook sind auch die Eltern, die Lehrer drauf, vielleicht zukünftige Arbeitgeber. Und wenn man jetzt zum Beispiel am Wochenende die Eltern weg sind und man plant da so eine geheime Party, dann will man ja nicht, dass das jeder mitbekommt. Und dann machen die das halt über Snapchat, weil das halt überwiegend nur von Jugendlichen verwendet wird. Und Snapchat hat noch einen anderen Vorteil, der eigentlich auch wieder ein Nachteil ist. Und zwar, was man dort postet, das bleibt nur 1 bis 2 Tage erhalten und wird dann wieder gelöscht. Das hat den Vorteil, dass ich jetzt halt peinliche Bilder von mir machen kann und die kann mir in einer Woche keiner mehr vorhalten, weil dann sind die schon wieder gelöscht, wenn keine Screenshots gemacht worden sind, wovon die Jugendlichen ja meistens leider nicht ausgehen. So gab es da mal einen Skandal in den USA, da haben sich jugendliche Liebespaare halt Nacktbilder zugeschickt und leider haben dann doch die Freunde Screenshots davon gemacht und irgendwann war die junge Liebe auseinander und dann haben sie sich gehasst und dann wurden diese Nacktbilder veröffentlicht. Also macht keine Nacktbilder von euch und verschickt die übers Internet. Aber der Vorteil von Snapchat ist halt, man muss nicht wie bei Instagram da vorher stundenlang in Photoshop sich die Arbeit machen. Man macht einfach ein Foto, schreibt einen netten Text dazu. Das ist halt für die Minute und morgen ist das alles wieder gelöscht. Und der Nachteil ist jetzt natürlich, ich muss jeden Tag reingehen, weil ich muss ja jeden Tag nachgucken, was haben meine Freunde gepostet. Weil wenn ich übermorgen reingehe, dann sehe ich ja schon gar nicht mehr, was die gestern gemacht haben und verpasse vielleicht die coole Party am Wochenende oder so. Und so erzeugt Snapchat natürlich eine unheimliche Abhängigkeit. So, was auf Snapchat kann ich halt solche Filter einblenden. Ich mache halt ein Foto, dann kann ich die Uhrzeit da einblenden, dann kann ich da noch nette Filter einblenden. Dann kann ich sagen, ich bin gerade in Köln, dann wird hier die Kölner Skyline eingeblendet. Also ich kann hier ziemlich schnell meine Fotos aufwerten. Hier sehen wir aus der Giga-Redaktion, da hat sich halt ein Redakteur mit so ein paar Stickern gemacht und die vertreiben ihre Werbeartikel darüber. Hier unten sehen wir die Skyline von Berlin. Und so kann ich halt, wenn ich irgendwo als Tourist in der Stadt bin, Fotos machen. Unten blende ich die Skyline ein und dann weiß jeder von meinen Freunden, wo ich gerade bin. Und die meine Freunde werden wollen, die sehen vielleicht gerade, wo ich mich befinde, können mich dort treffen. Und Werbung machen die jetzt so, dass zum Beispiel McDonald's diese Sticker hier unten für einen Tag kauft. Und dann wird hier unten so ein kleiner McDonald's eingeblendet und dann kann ich da draufklicken. Und dann kriege ich vielleicht einen Gutschein von McDonald's oder ein kleines Werbevideo, dass neuer Burger gerade in ist. Und dann gibt es ja sogenannte Events, zum Beispiel, wenn die Oscar-Verleihung ist. Dann stehen die Jugendlichen alle am roten Teppich und fotografieren ihre Stars. Und anhand der GPS-Koordinaten weiß Snapchat, ja, die stehen alle vor der Oscar-Verleihung. Und dann werden die alle zu einem Pool zusammengefasst. Und selbst wenn ich die Leute nicht verfolge, kann ich mich darauf klicken und kann dann gucken, was die gerade machen und kann mich dann sozusagen wie bei der Oscar-Verleihung fühlen. Und auch für große Sportevents machen die das. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass die Jugendlichen nicht so genau wissen. Die denken, die teilen das nur mit ihren Freunden, aber in Wirklichkeit teilen die das theoretisch mit der ganzen Welt. Also wenn die jetzt auf irgendeinem großen Event sind
und irgendwelche Fotos machen, dann kann das jeder abrufen, der halt in diesen Pool geht und sagt, ich interessiere mich auch für dieses Footballspiel oder dieses Baseballspiel. Und ich glaube, das ist den meisten nicht so richtig bewusst. So, dann gibt es im Internet noch das Phänomen, wenn man glücklich ist, dann kotzt man entweder so einen Regenbogen oder man pupst diesen Regenbogen. Das geht auf japanische Manga-Filme zurück. Und es gibt jetzt solche Filter und da werden dann einmal so der Kopf und die Augen verfälscht. Und wenn man den Mund aufmacht, dann kommt da so ein Regenbogen raus. Das finden die unheimlich lustig. Sehr beliebt ist dieser Hundefilter da. Da, wenn man den Mund aufmacht, kommt da so eine Zunge raus oder man verwandelt sich in so einen Zombie. Und was ich auch sagen muss, es ist unheimlich lustig, wenn man in der S-Bahn oder im Bus sitzt und einfach die Leute filmt, wie sie sich unterhalten. Und dann kriegen die so einen Rüssel oder sehen aus wie Zombies. Wenn ich das Ganze jetzt noch veröffentliche, ist das natürlich wegen dem Persönlichkeitsrecht bedenklich. Aber ich muss sagen, es sieht unheimlich lustig aus. Und das ist das, wo unsere Jugendlichen halt die Rechenpower für ihr Handy verwenden. Und das sind jetzt keine so billigen Filter. Wenn die den Kopf bewegt, dann geht das auch alles mit und wird in Echtzeit mitberechnet. Und es gibt auch so Schmetterlinge, die fliegen dann hoch, wenn sie den Kopf bewegt. Und dann kommen die wieder runter und landen auf dem Kopf. Also das sieht schon echt richtig toll aus. Und selbst wenn ich nichts drauf habe, wenn ich nicht toll aussehe, so als Zombie rumwackeln und zum Radio singen, solche Filme kann ich immer machen, ne? Und so werde ich halt beliebt in der Community. So, was, und das Dumme ist jetzt, es gibt nichts, was Snapchat im Open-Source-Bereich ersetzt. Und da hoffe ich jetzt, dass hier Leute sitzen, die ein tolles Open-Source-Projekt suchen, weil ich würde mal anregen, wir brauchen eine Snapchat-Alternative Open-Source. Und zwar nicht für Jugendliche, sondern für Erwachsene. Und zwar, wenn ich auf Konferenzen bin, dann sehe ich auf Twitter immer wieder so Post, ich bin hier, wer noch? Und dann auch mit Selfie rein und dann antwortet niemand und dann denke ich immer, ist ja super peinlich, weil da interessiert sich gar keiner für. Aber es gibt halt Leute, die haben ein unheimlich großes Bedürfnis, sich im Internet halt darzustellen. Und ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass jemand, der hier so diese Konferenz organisiert, halt einen Filter macht, kann ich sagen, ich bin gerade in Kiel auf der Linux-Konferenz, mache hier ein Selfie von mir, sag, ich halte hier gerade einen Vortrag und dann könnte ich das ganze Jahr bei Diaspora posten und ich bräuchte halt nur eine coole App, mit der ich das schnell machen kann und bei Diaspora kann ich auch einstellen, dass das nach 2 Tagen wieder gelöscht wird und das könnte die App alles für mich übernehmen und wenn jemand Lust hat, so eine App zu programmieren, also so eine Art Snapchat für Erwachsene, wo halt die Leute sagen können, ich bin gerade hier, halte einen Vortrag und so und dann könnt ihr mich ansprechen, hey, fände ich cool, wenn das jemand machen würde. So. Ich bin gerade einen weitergesprungen, habt ihr vielleicht gesehen, daneben war der Apple Store. Der ist auch sehr beliebt. Wie ihr wissen, das iPhone wird immer noch massenweise verkauft. Apple ist wahrscheinlich eine der wertvollsten, mächtigsten IT-Firmen der Welt. Und ich glaube, ich muss niemandem erzählen, kauft nicht bei Apple ein. Wenn ihr zu Hause ein MacBook habt, dann kann ich das akzeptieren, aber nur, wenn ihr Linux darauf installiert habt. wir wissen alle, Apple zahlt keine Steuern in der EU. Irland will das Geld von Apple eigentlich gar nicht haben, weil in der EU geht es eigentlich um Konzerne, nicht um Menschen, um freie Waren, Dienstleistungen und so weiter. Das sollten wir alles als demokratische Menschen nicht unterstützen. Alternative ist natürlich der Google Shop. Der ist einen kleinen Tick besser, weil bei Google kann ich ja wenigstens noch auswählen, ich kann bei verschiedenen Anbietern mein Smartphone kaufen, also bei Samsung zum Beispiel, Huawei, dann gibt es noch diverse andere Anbieter. Also ich kann das Endgerät selber wählen, da ist mehr Konkurrenz da, das ist schon mal besser für den Wettbewerb und den Kunden. Ich bin nicht auf Apple angewiesen. Apple hat auch eine sehr restriktive Politik, was den Shop angeht. Zum Beispiel wurde mal eine Broschüre über Brustkrebs verteilt über den Apple Shop und da mussten halt die Brüste alle gepixelt werden, weil Apple mag es nicht, wenn sexuell, anregender Content irgendwie verteilt wird oder so. Und wenn man halt so Romane verteilt, so Liebesromane, müssen die teilweise auch gepixelt werden, wenn die halt im Cover halt zu sexy wirken. Das ist bei Google alles nicht der Fall. Dafür hat Google den Nachteil, dass häufiger doch auch mal Schadsoftware da wieder reinkommt. Also es hat ja alles seine Vor- und Nachteile, wenn man so restriktiv ist oder nicht. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist, kauft euch ein Android-Smartphone und geht dann zu F-Droid. Das ist die richtige Alternative. Da kriegt ihr nur Open-Source-Software. So sieht die Shop-Startseite aus. Und wenn ihr da drauf geht, zum Beispiel auf unseren Lieblingsbrowser Firefox, dann könnt ihr den auch installieren. Ich bin jetzt hier mit dem Desktop-PC raufgegangen. Wenn ihr da mit eurem Android-Phone raufgeht, dann wird da auch so ein Download-Knopf eingeblendet und dann könnt ihr das auch als App runterladen.
Und wenn ihr auf F-Droid geht, also F steht für Free Software, dann bekommt ihr dort nur freie Software, die auch nach einer freien Softwarelizenz programmiert wurde. Ihr könnt dann auch für die Projekte hier spenden. Auf jeden Fall müsst ihr kein Geld bezahlen und ihr könnt dann euer Smartphone mit genau der Software betanken, für die ich auch hier Werbung machen möchte, nämlich freie Open-Source-Software. So, kommen wir weiter zu Amazon. Und hier möchte ich einmal Amazon und Uber zusammenfassen. Amazon kennen wir alle, da können wir alles Mögliche bestellen. Amazons Vision ist, die ganze Welt ist ein Warenhaus und ich muss halt nur dafür sorgen, dass die Menschen nur bei mir kaufen und dass ich das halt koordiniere, die Logistik bereitstelle und alle Anbieter halt ihre Waren zu mir liefern und ich verteile das an die Menschen weiter. Das geht dann so weit, dass man dort einen Knopf drücken kann. Da misst Amazon, wie viel Klopapier verbrauche ich so im Monat und liefert mir das ganze Zeug schon, bevor das halt alle ist. Also die merken halt meinen Verbrauch und sagen mir, zum günstigsten Preis liefern die mir das schon, bevor ich halt merke, dass mein Klopapier oder meine Milch alle ist. Und Ubers Vision ist, alle Menschen wollen von A nach B und wir vermieten dann sozusagen wir vermitteln die Dienstleistung dahin. Man kann sich dort als freier Fahrer eintragen, kann sagen, ich bin in der Stadt Baltimore tätig und möchte meine Taxidienste anbieten. Und über die App sieht Uber dann, wo ich mich gerade befinde und vermittelt dann die Fahrgäste, die in meiner Nähe sind, zu mir. Und dann fahre ich die dann halt hin und kriege dann die nächste Fuhre von denen. Und der Nachteil zwischen diesen Unternehmen ist, dass sie prekäre Jobs schaffen. Also wir wissen alle bei Amazon, die stellen halt so Lagerarbeiter ein, die häufiger streiken, denen wird halt wenig bezahlt, die sollen halt nur Pakete sortieren, die werden überwacht, die dürfen, glaube ich, 5 Minuten pro Stunde dürfen die aufs Klo gehen und wenn die mal eine Minute länger die Raucherpause machen, müssen sie sich dafür rechtfertigen. Und dahinter steht so ein Algorithmus, der die Leute immer bewertet und sie zur Arbeit andrängt. Also bei Uber ist das so, dass der Fahrgast das auch bewerten kann. Und wenn ich halt 4 bis 5 schlechte Bewertungen hintereinander bekommen habe, weil ich vielleicht einen schlechten Tag hatte, dann werde ich von dem Dienst ausgeschlossen und dann ist meine Lebensgrundlage sozusagen flöten. Oder bei Amazon werde ich gefeuert und dann kriege ich Ärger vom Arbeitsamt, nur weil ich halt meine Raucherpause immer um 1 Minute überzogen habe, was meiner Meinung nach total lächerlich ist. Und ich glaube, wir stehen an der Schwelle zu einem neuen Zeitalter. Also genau kann ich das natürlich nicht sagen, weil das müssen die Historiker im Nachhinein beschließen. Aber wir stehen so in dem Zeitalter, das haben die Experten technologische Singularität genannt. Also dass immer mehr Sachen werden durch Algorithmen abgedeckt, die auch fehlerhaft sind. Und diese Algorithmen entscheiden über unser Leben, die bewerten uns, unsere Arbeitsleistung, versuchen uns halt zu mehr Leistung anzutreiben. Und die Digitalisierung an sich ist ja nichts Schlechtes, die passiert halt. Bloß ich würde mir halt wünschen, dass es eine gesellschaftliche Diskussion gibt, ob wir solche Geschäftsmodelle überhaupt wollen, die Menschen halt in prekäre Abhängigkeit bringen. Und ob wir das nicht vielleicht wollen, dass das Taxigewerbe so bleibt, wie es ist, zwar etwas teurer, aber dafür, dass die Leute geregelte Arbeitszeiten haben, dass sie halt nicht sich totarbeiten müssen. Was bei Uber sehr schlimm ist, ist, man kommt dahin als Arbeitsloser, dann kriegt man einen Kredit für ein Auto und dann muss man halt fahren, um dieses Auto abzubezahlen. Und wenn man halt zu wenig fährt, dann sagt Uber, ja, dann sperren wir dir deinen Kredit und dann hast du deine Arbeit wieder verloren. Also du musst halt mehr arbeiten und auch das Auto abbezahlen. Und dass man halt dort vielleicht mehr arbeitet, als einem gut tut. Also ich meine, es gibt Leute, die können sich halt nicht länger als 6 Stunden konzentrieren. Und wenn die dann gezwungen werden, auch noch 8, 10 Stunden Auto zu fahren, dann bauen die vielleicht einen Unfall, gefährden uns alle. Das finde ich alles irgendwie nicht so toll. Und da bin ich der Meinung, sollten wir mehr darüber diskutieren. Und ich würde es auch toller finden, wenn es da Open-Source-Plattformen gibt. Bei Amazon ist ja auch die Gefahr, dass die ganzen Metadaten alle bei Amazon liegen. Also zum Beispiel Buch, der Klappentext und die Cover von DVDs und von Produkten. Das liegt ja alles bei Amazon. Und wenn ich zum Beispiel in meinem Blog eine Buchrezension mache, dann verlinke ich ja wahrscheinlich auf Amazon und die Leute kaufen dann bei Amazon das Buch. Und da würde ich das doch toller finden, wenn es eine Open-Source-Plattform gibt, die sagt, oh, du bist gerade in Kiel, dann blende ich dir mal die Büchershops in Kiel ein und dann kannst du es doch da kaufen, bei deinem Shop um die Ecke und du musst es doch nicht unbedingt bei Amazon kaufen, dass wir halt nicht alle darauf verlinken und dann die Macht von Amazon noch größer machen. Aber da müsst ihr mal genauer drüber nachdenken. Kommen wir weiter
zu LinkedIn. Das ist ein Karrierenetzwerk, vor kurzem von Microsoft gekauft worden. Und jede größere Firma auf der Welt hat dort ihre eigene Seite. Ich habe hier mal die National Security Agency ausgesucht. Wir sehen also hier, was die Firma macht. Dann schreiben die, was für Leute die suchen. Wir sehen hier, wer dort arbeitet. Und so können wir das über die ganze, über alle großen Firmen auf der Welt machen. In Deutschland ist wahrscheinlich Xing mehr bekannt als Karrierenetzwerk. Das ist ein deutscher Ableger, der ungefähr dasselbe macht. Und womit die jetzt ihr Geschäft machen, ist, dass die die Daten verkaufen, und zwar an sogenannte Job-Recruiter. Die suchen halt für neue für Firmen neue Führungskräfte, Programmierer und so weiter. Und die durchforsten halt hier die Profile, gucken nach, ob die Leute unzufrieden sind, wechselbereit, und bieten denen dann neue Jobs an. Und ich kann mir natürlich jetzt auch angucken, wer hier arbeitet. Und ich habe hier mal auf Dr. Lisa geklickt. Und dann kann ich ihr Profil mir angucken. Ich sehe zum Beispiel, dass sie eine Trump-Befürworterin ist, dass sie eine strategische Geheimdienstexpertin ist. Das kann ich mir angucken, ihren Lebenslauf, was sie so gemacht hat und so weiter. Und wenn ich halt so jemanden gebrauchen könnte, könnte ich jetzt, wenn ich dort eingeloggt wäre, ihr ein Jobangebot schicken und sie fragen, ob sie nicht zu meiner Firma wechseln will. Und ja, all sowas könnten wir natürlich auch dezentral als Open-Source-Netzwerke brauchen, gibt es aber leider noch nicht. Kommen wir weiter zu Twitter, dem kleinen blauen Vogel. So sieht die Seite von unserem Regierungssprecher Steffen Seibert auf Twitter aus. Das hier unten ist ein Video von Vine, kommen wir später noch dazu, bitte einmal merken. Aber ich meine, Twitter kennt ihr wahrscheinlich alle. So Kurznachrichten kann man dort wunderschön verbreiten, Links und so weiter. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass viele Open-Source-Projekte so auf Twitter ihre Release-Notes teilen und so weiter. Weil Twitter ist ja auch ein kommerzieller Anbieter, verkauft unsere Daten weiter. Es gab damals einen Skandal. WikiLeaks hat viel mit seinen Befürwortern über Twitter geteilt. Und Twitter hat die Daten dann an die NSA weitergegeben, weil die Leute von WikiLeaks verfolgen wollten. Und da sind einige Leute in Island doch in arge Schwierigkeiten gekommen. Und in einem dezentralen Netzwerk hätten die Daten halt nicht so einfach weitergegeben werden können. So sieht zum Beispiel eine Alternative aus, StatusNet. Da werden auch die Nachrichten so verteilt. Hier am Rand sehen wir Nachrichten, die halt besonders heiß diskutiert worden sind, besonders häufig geteilt worden sind. Man kann hier so Kommentare dazu schreiben. Und diese StatusNet-Software, das ist auch StatusNet oder auch GNU Social genannt. Da kann man verschiedene Themes draufpacken und das ist einfach ein anderes Theme. Und dann sieht die Timeline halt ganz anders aus. Und das Tolle ist halt, dass es viele, viele tausend Server auf der Welt gibt, die alle miteinander verbunden sind, eine gemeinsame Timeline produzieren. Also wenn ich jetzt hier angemeldet bin, dann kann ich auch den Leuten auf den ganzen anderen Servern folgen und mich mit denen verbinden und meine eigene Timeline machen. Und so kann man halt, so kann das Netzwerk nicht ausfallen, wenn der zentrale Server ausfällt. Also wenn Twitter ausfällt, dann schreit die ganze Welt auf, weil dann können die nicht mehr twittern. Hier gehe ich einfach auf einen anderen Server oder warte, bis mein Server wieder online ist. Und selbst wenn mein Server ausfällt, sind meine Nachrichten noch in der Cloud gespeichert und die Leute können noch meine Nachrichten diskutieren. Also es ist unheimlich schwer, das Ganze zu zensieren oder abzuschalten. Und ja, ich würde mir halt wünschen, dass halt Open-Source-Projekte halt sich mehr so auf StatusNet konzentrieren. Und man kann das Ganze natürlich dann zu Twitter forwarden. Also was ich hier in StatusNet reinschreibe, kann dann auch bei Twitter erscheinen. Aber wir sollten davon wegkommen, dass wir halt nur Twitter benutzen, weil Twitter ist eigentlich nichts, was wir unbedingt unterstützen wollen. Ja, dann geht's da weiter mit Instagram. So sieht Instagram aus. Das ist eine Software, wo Künstler halt ihre Fotos verteilen können oder ihre Grafiken. Ich kann das nur als App verwenden. Also ich kann meine Fotos, mache ich mit meinem Smartphone, stelle die dann halt rein in meine Timeline. Aber angucken kann ich mir das Ganze dann auch übers Internet. Und das sieht dann ungefähr so aus. Das ist jetzt hier eine nature.org-Seite. Die machen halt tolle Naturaufnahmen. Und wenn ich jetzt die App mir installiert hätte, dann könnte ich jetzt auf das Foto draufklicken, das liken, Kommentare dazu schreiben oder das Foto auch in meine eigene Timeline übernehmen. Das ist halt
ein Programm, mit dem man halt toll Fotos und Videos verteilen kann. Und Facebook hat das Ganze irgendwann mal aufgekauft. Und ja, es gibt so einen kleinen Witz unter Twitter-Usern. Also es gibt halt unheimlich viele Frauen, die dort tolle Urlaubsfotos halt verteilen. Und dann sagt man immer so häufig, können die eigentlich gar nicht in Urlaub sein? Und hier wird mal so gezeigt, wie man dann so ein Urlaubsfoto für Instagram fälschen kann. Ne? Also macht man so seine Finger hin und dann sieht man halt immer nur die Beine, weil es gibt halt unheimlich viele Fotos von tollen Stränden, wo man halt nur die Beine sieht. Und ne, so kann man sich halt interessant machen. Und selbst wenn man nicht jedes Jahr zum tollen Palmstrand fahren kann, hat man doch zumindest tolle Fotos davon. Es ist natürlich ein Scherz. Also ich will das niemandem unterstellen, dass sie das alle so machen. Aber es ist schon erstaunlich, wie viele tolle Fotos es dort gibt. Ja, und klar, da könnten wir natürlich auch eine App gebrauchen, eine Open-Source-App, mit der man halt schnell seine Fotos verteilen kann. Das Ganze könnte man dann über StatusNet verteilen oder über Diaspora. Und bei Instagram wird das auch nicht nach 2 Tagen gelöscht, wie bei Snapchat. Deswegen stecken die Leute dort auch viel mehr Arbeit rein. Also häufig werden die Fotos erst noch mit Photoshop bearbeitet, bevor die halt online gestellt werden sind oder aufwendig halt mit Filtern bearbeitet, dass man keine Pickeln sieht und so weiter. Aber genau, kommen wir zu Vine. Kennt jemand Vine? Finger hoch. Hatte ich mir schon fast gedacht. Ich kannte es eigentlich auch nicht. Und dann habe ich mir gedacht, hui, 104 Millionen Nutzer ist ja, nein, 1,04 Millionen, Entschuldigung, Nutzer. Da träumt ja jedes Startup von. Warum kenne ich die gar nicht? Und dann habe ich mich mal über die informiert. So sieht die Startseite aus. Vine ist eigentlich die Antwort auf ein Versagen der Open-Source-Szene. Und zwar gibt es doch animierte GIFs, die immer noch geteilt werden. GIF ist ein proprietäres Format, ursprünglich von AOL, mit dem man so kleine Animationen im Internet teilen kann. Hat den Nachteil, dass es nur 256 Farben hat, dass es unheimlich groß wird. Aber seit wir alle DSL-Anschlüsse haben, ist es uns ja egal, wie groß die Dateien sind. Und halt am beliebtesten sind so kleine Katzen, die spielen und die werden dann immer samstags verteilt, weil samstags ist ja nicht Saturday, sondern Catterday, neuerdings. Okay, und die Open-Source-Szene hat leider versagt, ein besseres Format zu entwickeln. Also man hat mal versucht, mit PNG auch ein Format für animierte Bilder zu entwickeln, aber das Ganze ist dann von Firefox nur halbherzig unterstützt worden und dann wieder rausgeflogen. Es gibt kein vernünftiges Bildformat außer halt GIF, deswegen werden immer noch diese GIFs geteilt, mit denen man das machen kann. Und Vine, damit kann man halt so Kurzvideos aufnehmen, so von 15 Sekunden, glaube ich, und die werden in einer Endlosschleife abgespielt. Das Ganze ist irgendwann von Twitter gekauft worden und wenn man bei Twitter in der Timeline so ein Kurzvideo sieht, das endlos abgespielt wird, dann ist das wahrscheinlich, kommt das dann von Vine. Und Vine hat in den USA auch einige Leute groß gemacht, die halt so besonders tolle, witzige Videos geteilt haben. Allerdings, als sie dann groß waren, sind die alle zu YouTube rüber gewechselt und haben Vine den Rücken gekehrt. Und heutzutage, die Jugendlichen nehmen eigentlich eher Snapchat, um so kurze Videos zu teilen. Deswegen würde ich sagen, müsst ihr euch auf Vine nicht unbedingt konzentrieren. Wird wahrscheinlich nächstes Jahr nicht mehr dabei sein. Und wenn es überlebt, dann wahrscheinlich nur als kleines Anhängsel von Twitter, dass man halt, wenn man bei Twitter ein GIF hochlegt, dann wird das automatisch in so ein Vine-Video umgewandelt, weil es hat den Vorteil, dass es dann wesentlich kleiner ist, besser auf mobile Endgeräte übertragen werden kann, wo die Bandbreite ja häufig geringer ist. Da will man ja kein großes GIF übertragen. Und dann landet man da, ohne dass man es merkt. Und naja, was ich anregen möchte, ist einfach, ne, programmiert doch mal ein tolles Format, das das GIF-Format ablöst, damit die Leute ihre Katzenbilder wieder vernünftig im Internet teilen können. Ne? Falls hier jemand zuhört, der sich mit Grafikformaten beschäftigt. Okay, Spotify. Da geht es um Musik. Musik für alle? Klar, wir zahlen so, ne, einen Preis. Ich bin dort nicht Mitglied. Ich weiß nicht, wie teuer das ist, aber ich glaube so 9,99 pro Monat. Und dafür kann ich mir dann alle aktuellen Titel anhören. Habe keinen Ärger mehr mit Urheberrecht und das Ganze wird dann auf mein Handy gestreamt oder in mein Internetradio und dann habe ich sie wieder alle, die Hits. Und da gibt es natürlich schon eine Alternative für, heißt Jamendo. Da ist sogenannte Creative Commons Musik, also Musik, die unter einer freien Lizenz steht. Die kann ich mir halt runterladen, kann mir meine Playlist zusammenstellen, kann das Ganze hier auch mir streamen lassen und meine Playlist teilen. Ich kann sagen, dieses Musikstück mag ich und dann wird das meinen Freunden angezeigt und hier werden auch Charts erstellt. Aber ich habe mal mit Musikern geredet und die haben gesagt,
die finden dieses Jamendo schon wieder zu kommerziell. Da stecken auch große Firmen dahinter. Und wenn man sich dort anmeldet und als Musiker seine Musik hochlädt, dann muss man unheimlich viel Kleingedrucktes absegnen, dass man auf seine Rechte verzichtet, dass man halt dies und das. Und die machen dann auch CDs und verkaufen die und sagen dann natürlich, das müssen wir machen, um die Serverkosten wieder reinzuholen. Aber die scheinen wohl doch mehr Gewinn zu machen und die Musiker wollen halt lieber doch ihren Kram selber vermarkten. Und toll wäre natürlich, wenn wir eine Open-Source-Plattform hätten, am besten dezentral, wo sich Bands präsentieren könnten, wo sie sagen könnten, ich habe heute ein Konzert, komm doch vorbei. Oder Bands treffen sich zusammen irgendwo in der Kneipe, veranstalten Konzerte, präsentieren ihre CDs, bieten ihre Musik als Download an. Und wo man sich halt auch gegenseitig bewerten kann, wo man sagen kann, war ein tolles Konzert oder ne, hier, die könnten noch mal ein bisschen Unterstützung gebrauchen. Und ja, vielleicht hat ja mal jemand Lust, so eine Art Bandnetzwerk zu programmieren. Also viele Musiker haben mir gesagt, Jamendo ist schon viel zu kommerziell. Das hat eigentlich mit Open Source nicht mehr so viel zu tun, also mit dem Gedanken von Open Source. Ja, Google kennen wir alle. Google ist ja inzwischen die Startseite im Firefox, also die Mozilla Foundation, die hinter Firefox steht, verkauft diesen Platz an Google und finanziert sich dadurch. Und deswegen würde ich sagen, ist Google nicht grundlegend schlecht, weil die finanzieren ja sozusagen die Weiterentwicklung unseres Lieblingsbrowsers. Sie machen auch viel Open Source, unterstützen die Community und so weiter. Aber wir wissen auch alle, dass der Google-Algorithmus undurchsichtig ist und kaum jemand guckt sich mehr als die ersten 5 Suchergebnisse an. Also was ich in den ersten 5 Suchergebnissen unterbringe, das weiß die Welt. Und was danach kommt, das wissen die meisten Leute schon gar nicht mehr. Und wenn ich jetzt in den ersten 5 Suchergebnissen nur reinschreibe, Fracking ist gut, dann denken die Leute, oh, Fracking ist toll. Dann muss ich mich ja nicht dagegen aufregen. Weil können auch in die ersten 5 Suchergebnisse reinschreiben, TTIP ist toll. Und dann denken alle, oh, da brauche ich ja nicht gegen TTIP demonstrieren. Wie ihr wisst, gibt es ja jetzt gerade Proteste in Hamburg und in anderen Großstädten gegen TTIP. Und so könnte Google natürlich recht einfach unsere Meinung manipulieren. Sagen sie natürlich, nein, machen wir nicht. Aber wir können letztendlich auch den Algorithmus nicht kontrollieren, mit dem diese Suchergebnisse zustande kommen. Und das wäre natürlich viel schöner, wenn wir eine freie, offene Suchmaschine hätten. Und da hat die EU mal versucht, etwas zu programmieren. Und weil die halt gesagt haben, Google ist eine amerikanische Suchmaschine, wir brauchen für Europa was Freieres, was Besseres, aber da sind eigentlich nur Millionen versackt und da ist nie was Vernünftiges rausgekommen. Und ich fürchte, wir müssen da in der Open-Source-Gemeinde selber tätig werden. Als Alternative möchte ich euch zuerst mal Startpage empfehlen. Das ist eine niederländische Firma, die einen Proxy auf Google anbietet. Und wenn ihr euch das hier durchliest, deren Privatsphärenrichtlinien, dann werdet ihr sehen, dass sie halt nicht eure IP-Adresse speichern, so wie Google, und das Ganze auswerten und so weiter. Das ist auf jeden Fall erstmal eine gute Alternative. Wenn ihr gerne eine deutsche Suchmaschine nutzen wollt, dann empfehle ich euch MetaGear. Das ist ein Projekt einer deutschen Universität. Die ganze Suchmaschine ist als Open Source zur Verfügung gestellt worden und ihr habt hier die Möglichkeit, ob ihr im Web sucht, nach Bildern, Produkten und aus dem Wissenschaftsumfeld ist das Ganze entstanden, also hauptsächlich, um halt wissenschaftliche Papers zu finden, die halt an Universitäten gebraucht werden und so nach und nach ist da was dazugekommen. Sehr tolle Suchmaschine und der Vorteil ist ja auch, wenn ihr bei Google sucht, dann geht das einmal rüber nach Amerika, wird von der NSA alles abgefrühstückt. Wenn ihr bei MetaGear sucht, habt ihr ja die Chance, dass euer Internetverkehr nur innerhalb von Deutschland geroutet wird und dass er halt nicht einmal über den Teich geht und nochmal abgeschnorchelt wird. Allerdings ist ja auch immer reine Glückssache, wer das Internet kennt, ob man dann wirklich nur in Deutschland bleibt. Exelead ist eine französische Suchmaschine, ist deswegen interessant, weil die einen eigenen Suchindex haben. Google hat ja einen Bot oder mehrere Bots, die das Internet durchsuchen und die den Suchindex aufbauen. Und die meisten anderen Suchmaschinen, die holen sich einfach von Google die Suchergebnisse. Also das, was Google vorgefiltert hat, zeigen die an. Bei Exelead, die bauen halt ihren eigenen Suchindex auf. Und ihr könnt das hier euch auch durchlesen. Irgendwo hier unten gibt es so Privacy. Die achten halt auch auf eure Privatsphäre. Natürlich müsst ihr euch immer fragen, können wir das glauben? Weil wir wissen, dass der französische Geheimdienst eigentlich genauso schlimm ist wie die NSA. Da ist natürlich die Frage, ob die das nicht auch alles abschnorcheln. Hier gibt es noch ein Plugin für Firefox. Da könnt ihr Disconnect Search suchen. Ist aber im Endeffekt auch nur ein Proxy für Google.
funktioniert dann halt über ein Plugin, aber hier könnt ihr auch über DuckDuckGo suchen. Und das Ganze wird nochmal über so eine Art Darknet geroutet. Das bedeutet, die können halt auch nicht die Metadaten abfragen. Also sie können halt nicht sehen, wo ihr gerade sitzt, von wo ihr die Suchanfrage stellt. Das wird dann über dieses Plugin alles abgefangen. Das finde ich ein sehr interessantes Projekt. Das ist so eine Art verteilte Suchmaschine. Da könnt ihr euch einen Server im Internet mieten. Da installiert ihr diese Software drauf und dieser Server durchsucht dann einen kleinen Teil des Internets. Und diese Software läuft auf vielen, vielen Servern weltweit und zusammen können die dann wieder einen richtig großen Suchindex aufbauen und die verteilen dann untereinander diesen Suchindex. Und wenn ihr halt dort Mitglied seid, könnt ihr zum einen dort suchen und zum anderen könnt ihr auch die Suchergebnisse von anderen nutzen. Nachteil ist dann allerdings wieder, dass es dort auch Leute gibt, die dann halt dort viel Reklame einspeisen. Also ich kann so ein bisschen steuern, was durchsucht wird. Und dann gibt es halt so Leute, die halt nur ihre Wohnungsangebote da reinpacken oder Autohändler, die dann nur dafür sorgen, dass ihre Autoreklameangebote da drin sind. So, und was ihr sicherlich alle kennt, ist Yaki. Das ist auch eine verteilte Suchmaschine auf Java-Basis. Yaki hat ein kleines bisschen das Problem, ich kann nur mitmachen, wenn ich die Software auch bei mir installiert habe. Und da ich ja gerne immer vorher mal gucken will, wie funktioniert das so, aber ich kann mir das nur angucken, wenn ich das Ganze installiert habe und so weiter, haben die so das dieses Henne-Ei-Problem. Ich kann erst mitmachen, wenn ich halt das auch installiert habe. Und die hatten früher mal so einen Demo-Server, den ich eigentlich recht gut fand, aber dann haben alle Leute nur diesen Demo-Server benutzt und haben dort nicht mitgemacht. Also natürlich lebt dieses Projekt davon mitmachen, aber die müssten ein bisschen mehr Werbung für sich machen und ein bisschen mehr transparenter sein, was sie so zur Verfügung stellen, weil ansonsten finde ich das aber sehr gut, das Projekt ist auch ein verteilter Suchindex. Und das ist auch die einzige Chance, wie wir halt Google gefährlich werden können. Also Google hat ja inzwischen eine riesige Macht, verteilte Rechenzentren, einen riesen Suchindex. Wir müssten ja alle selber ein bisschen Rechenleistung von unseren Rechnern zur Verfügung stellen, uns alle zusammen zu einer eigenen Cloud verbinden. Und so könnten wir ja selbst als Open-Source-Projekt dann wieder Google gefährlich werden, weil wir können ja, wenn wir alle Menschen weltweit ein Stück unserer Rechenpower zur Verfügung stellen für einen guten Zweck, können wir selbst mehr Rechenkraft als Google zur Verfügung stellen. Ah, Tinder. Ja, Tinder ist auch eine App. Und zwar geht es darum, dass ich sage, ich gehe heute Nacht aus und dann wird das allen Leuten angezeigt, die bei mir im Umkreis sind und in derselben Altersgruppe, die für mich halt interessant sind. Und dann kann ich mich halt mit anderen jungen Leuten treffen. Und natürlich wird das dann überwiegend so als Dating-App genutzt, wobei sich Tinder aber mehr als soziales Netzwerk sieht. Also man trifft sich, kann Party machen, man kann zusammen in die angesagten Clubs gehen, die Stadt unsicher machen. Ein Nachteil ist natürlich, dass das Ganze nur als App funktioniert. Also da sehe ich das Problem drin, junge Leute, die heutzutage aufwachsen, die lernen gar nicht mehr die Freiheit des Internets kennen. Die haben eine Facebook-App, die haben eine Tinder-App, die haben eine Snapchat-App. Also alles nur verschiedene Apps, die untereinander nicht kompatibel sind. Und die wissen gar nicht mehr, dass es ein Internet gibt, wo früher alles untereinander verlinkt war, wo alles frei war, wo man sich miteinander austauschen konnte. Und es wäre natürlich schön, wenn man das hier als Internet-Service auch frei zur Verfügung hätte. Und ich würde mich gar nicht so auf diesen Dating-Aspekt halt konzentrieren. Also ich würde das so aufbauen, zum Beispiel, ich bin Student der Geschichte und ich laufe durch die Speicherstadt in Hamburg und ich habe einfach mal Lust, Touristen durch die Speicherstadt zu führen. Und dann schreibe ich das in meine App rein und alle, die im Umkreis sind und gerade Touristen sind, die kriegen das dann angezeigt, können mich dann finden, können sich bei mir einhängen und dann zeige ich denen einfach mal die Speicherstadt. Oder ich bin irgendwo beim Grillen, habe noch drei Würstchen über und sage, die nächsten drei Leute, die hier vorbeikommen, die kriegen bei mir von mir eine Wurst, weil ich habe nicht Lust, die Würstchen wieder mit nach Hause zu nehmen. Oder ich habe hier gerade Pfandflaschen, habe keine Lust, die abzugeben. Ne? Wer hat Lust, hier die Pfandflaschen sich abzuholen, verschenke ich. Also so eine Art, so zu machen. Und das wird dann halt nur den Leuten angezeigt, die dann auch im Umkreis sind und sich halt für solche Nachrichten interessieren. Zum Sachen Dating im Internet. Habt ihr vielleicht mitbekommen, es wurde mal in Amerika so eine große Dating-Webseite gehackt. Da ging es allerdings mehr um Seitensprünge. Und da hatte man zum ersten Mal die Chance auszuwerten, wer hat sich denn da alles so angemeldet. Und wenn wir uns da so das alles durchlesen,
kommt da irgendwann im Kleingedruckten, auf 3 angemeldete Frauen kamen ungefähr 1000 angemeldete Männer. Und das ist natürlich ein Riesennachteil, weil stellen wir uns vor, ich bin eine Frau und ich melde mich bei so einem Service an. Dann werde ich sofort zugeballert von Hunderten von Mails von Männern, die an mir interessiert sind. Ich habe aber gar nicht die Chance, die alle abzuarbeiten und bin völlig frustriert, weil das so viele Nachrichten sind. Und in den meisten Nachrichten steht nur drin, hi, wie geht's oder ne, was geht ab, was machst du? Und dann denke ich, na, ach, wenn sich jemand so bei mir meldet, dann muss ich ja gar nicht zurückschreiben. Aber die Männer auf der anderen Seite sind natürlich auch frustriert, weil die kriegen nie eine Antwort. Die haben irgendwann mal ganz am Anfang den Frauen ihr Herz ausgeschüttet und haben nie eine Antwort bekommen, weil sie unter den vielen tausend Mails einfach untergegangen sind. Und so sind die Frauen dann frustriert, dass sie nur komische Meldungen bekommen. Die Männer sind frustriert, weil sie halt nie irgendwas zurückbekommen. Und wenn wir halt so eine offene, freie Software hätten, dann könnte man halt sehen, wie viele Frauen, wie viele Männer sind dort angemeldet. Und man könnte das vielleicht auch mal wissenschaftlich auswerten. Warum melden sich dort nur so wenig Frauen an und warum so viele Männer? Und was müsste man tun, damit Frauen sich auch mehr auf solchen Plattformen einloggen, wenn das halt erstrebenswert ist? Und naja, das können wir halt alles nicht bei diesen kommerziellen Dating-Plattformen, weil die rücken die Daten natürlich nicht raus, weil die wollen ja ganz gerne, dass man sich dort einloggt. Und ich sehe immer so in der Reklame, wenn die halt nicht abgeschaltet ist, melde dich bei uns an, wir haben Frauenüberschuss. Das könnt ihr getrost als Werbemeldung abhaken. Also ich kenne keine einzige Dating-Plattform, die wirklich einen Frauenüberschuss hat, weil das Internet wird leider viel häufiger in diesem Bereich von Männern genutzt. Und hier habe ich noch eine Meldung gefunden von Lovo. Die haben das auch gemerkt, dass sie halt zu wenig Frauen haben. Deswegen haben sie in ihrer Werbung auch nur Frauen angezeigt, um die Männer anzulocken. Und dann haben sie sogenannte Promo-Girls beauftragt. Das sind sogenannte Fake-Profile. Die haben einfach die Männer dazu animiert, teure, kostenpflichtige Zusatzleistungen zu kaufen. Und das ist natürlich auch nicht Sinn der Sache, den Männern das Geld aus der Tasche zu ziehen, weil die sind ja eigentlich auf der Suche nach einer Freundin oder nach einer Beziehung und wollen halt nicht dafür zahlen, dass sie dann am Ende doch nichts bekommen. Ja, kommen wir zu YouTube. YouTube ist eigentlich inzwischen eine riesen Zensurplattform geworden. Jedes dieser Kästchen steht für eines von 1000 Videos und das sind die 1000 beliebtesten Videos von YouTube weltweit. Und wie wir sehen, sind die meisten Kästchen rot, insgesamt 61,5%, und die sind in Deutschland gesperrt. Und das ist zum überwiegenden Teil GEMA-Probleme, also da ist Musik drin, wo die GEMA nicht die Rechte YouTube gegeben hat, die freizugeben. Aber teilweise sind da auch Urheberrechtsverletzungen drin. Also zum Beispiel, wenn ich eine DVD-Besprechung mache und dort halt Szenen aus den Filmen reinschneide, das ist eigentlich vom Urheberrecht in Ordnung, weil das ein Zitat ist, aber die Firmen beschweren sich trotzdem und Google hat natürlich nicht die Kapazitäten, das zu überprüfen und sperrt dann die Videos einfach. Und dann müsste ich mich erstmal wieder beschweren, dagegen klagen, macht natürlich keiner und letztendlich ist dann doch alles gesperrt. Und was ich Google in der Hinsicht übel nehme, ist, die könnten ja einfach sagen, nee, können wir nicht. Also wir wollen halt nicht so eine Zensurinfrastruktur aufbauen. Wir sind hier ja schließlich nicht in China. Also wenn die Leute das wollen, dann sorgt mal politisch dafür, dass man halt bei euch auch zu vernünftigen Preisen halt Musik lizenzieren kann und nicht, dass die GEMA sich einfach dagegen sperrt. Weil ich meine, die Digitalisierung passiert nun mal und YouTube ist einer der Dienste, die halt Musik verfügbar machen. Da könnt ihr euch ja nicht so einfach gegen wehren. Natürlich wollen wir die Künstler auch dafür entlohnen, aber ihr müsst uns auch Tarife zur Verfügung stellen, die sich dann halt auch für uns lohnen, weil wir müssen ja letztendlich auch Geld damit verdienen. Was ich sonst Google noch übel nehme, ist, dass sie eigentlich nie auf ihre Community hören. Es gab mal, früher konnte man auf YouTube Kommentare schreiben, auch mit einem YouTube-Kommentar, dann haben die das geändert, dass man nur noch mit einem Google Plus-Kommentar Kommentare schreiben konnte. Dadurch sind natürlich auf einen Schlag die Kommentare wesentlich weniger geworden, weil niemand verwendet einen Google Plus Account. Also ich kenne hier zumindest keinen. Und wenn man sich ein Android-Handy kauft, dann kriegt man ja automatisch einen Google-Plus-Account verpasst, den wahrscheinlich keiner nutzt. Und dann sind da halt jede Menge Leichen drin, also Leute, die nie irgendwas posten. Und da hat sich die Community sehr drüber aufgeregt, hat das dann aber akzeptiert. Dann gab es Leute, die haben ihr Geschäftsmodell auf Google aufgebaut. Die haben halt so gesagt, wir drehen kleine lustige Videos einmal die Woche, veröffentlichen die über YouTube. Und Google blendet dann Werbung dazu ein und von dem Werbegeld bekommen die ein bisschen was ab. Und man kann so grob über den Daumen geschätzt sagen, für 1000 Klicks kriegt man 1 €. Wenn man also 1 Million Klicks hat, dann kriegt man 1000 €, wenn ich mich nicht verrechnet habe.
Und wenn ich jetzt halt 4 Videos pro Woche mache, kann ich 4.000 Euro verdienen, davon kann ich durchaus leben. Und dann hat Google aber irgendwann gesagt, ja, aber ihr müsst eure Videos auch so machen, dass wir dazu die Werbung gut vermarkten können. Das bedeutet, ihr dürft keine Kraftausdrücke verwenden, ihr dürft keine Themen ansprechen, die für Jugendliche nicht geeignet sind. Und die erfolgreichsten YouTuber waren natürlich Leute, die immer ordentlich geschimpft haben, Kraftausdrücke verwendet haben. Und dann macht von heute auf morgen macht YouTube dann die Werbeerlös-Einblendung weg. Also wenn man halt gewissen Erfolg bei YouTube erzielt hat, dann hat man die Möglichkeit, Werbepartner zu werden und dann kann man halt auch von den Videos Geld von Google bekommen. Und wenn dieser Knopf gesperrt wird, dann ist halt die Lebensgrundlage von heute auf morgen weg. Und ohne Begründung hat das YouTube halt bei einigen erfolgreichen YouTubern gemacht und dann haben die sich köstlich bei YouTube darüber aufgeregt. Und ich sage mir immer, wie kann man denn so doof sein und sein Geschäftsmodell von so einer großen Firma abhängig machen? Das ist ja klar, dass diese große Firma nicht auf mich angewiesen ist, aber ich von denen. Und ich müsste mir doch eigentlich meine eigene Plattform aufbauen und meine eigene Community, wo ich den Leuten halt meine Videos verteile. Und da ist eine Software, die ich euch empfehlen möchte, Media Goblin. Da mietet ihr euch einen Server im Internet, installiert diese Software drauf und dann könnt ihr dort halt Bilder und Videos hochladen. Und diese Software, mit der könnt ihr dann diese Videos wieder verteilen bei Facebook, Diaspora, wo ihr wollt. So sieht das dann ungefähr aus. Das ist jetzt eine Seite, wo jemand Bilder von Demonstrationen macht und auf seinem Server sammelt. Und dann kann ich hier auch auf die Bilder draufklicken, das wieder kommentieren, liken oder auch die Bilder dann weiterverteilen, wenn ich möchte. Und häufig ist das ja so in Foren oder bei Diaspora teilweise auch. Ich kann dort halt Berichte schreiben. Wenn ich aber Bilder verlinken möchte, dann müssen die irgendwo anders gespeichert sein. Und so kann ich die halt bei mir auf meinem eigenen Server speichern und die dann beliebig weiterverteilen. Und wenn ich die dort lösche, dann sind sie auch wieder weg aus dem Internet. Aber ich habe das halt in der Hand. Und da kann niemand kommen und sagen, wir finden dein Video nicht toll, das darfst du bei YouTube halt nicht mehr weiterverteilen. Das kann ich halt selbst weiterverteilen. Und dann könnte ich ja dort auch noch einen Spendenknopf hinmachen und dann könnten die Leute mir was spenden. Und dann kriege ich vielleicht wieder ein bisschen Geld dafür. Ein anderes Projekt, das ich euch vorstellen möchte, das heißt Mainz.com, ist eine Open-Source-Software, gibt es auch als App, wie wir hier unten sehen, kann man aber auch übers Internet nutzen. Das ist ein freies, alternatives, soziales Netzwerk und da kann ich auch Videos hochladen. Dort könnt ihr euch kostenlos anmelden. Ich habe hier mal eine x-beliebige Userin mit Namen Trinity rausgesucht. Die hat da oben halt ihren Avatar, postet hier in der Timeline die Sachen, die sie interessant findet, macht hier so ein paar Fotos. Ne? Wir sehen hier auch so ein Snapchat-Foto. Trinity verwendet anscheinend auch Snapchat. Und dann kann ich mich auf diese Bilder klicken, kann ich diese Bilder liken, ich kann die weiterverteilen, ich kann die auf Facebook weiterverteilen und hier ist auch gleich wieder ein Stückchen Kritik, weil warum ist da nicht dieser Diaspora-Knopf, warum ist kein Statusnetz-Knopf da? Ich meine, das ist doch eine Open-Source-Software, die sollte doch eigentlich dafür sorgen, dass ich diese Bilder dann auch in meinem Open-Source-Netzwerk weiterverteilen kann. Natürlich ist es nicht verkehrt, das Ganze auch auf Facebook weiterzuverteilen, aber ich finde, wir sollten doch andere Open-Source-Projekte höher wertschätzen, als zum Beispiel einen Knopf, wo ich das Ganze auf Facebook weiterverteilen kann. So, aber das Eigentliche, worum es hier geht, ist, die haben dahinter einen Server, der ist so mächtig, da kann ich auch Videos draufpacken und die werden in einer vernünftigen Geschwindigkeit angezeigt. Dieses Video kennt ihr vielleicht, Copying is not Theft. Das ist so ein Werbevideo für CC-Musik, hier von der Userin Prima Nina verteilt. Da kann ich dann hier unten auch Kommentare dazu schreiben. Ich kann das liken, ich kann das weiterverteilen, ich kann mir das anzeigen. Und das Tolle ist, die von Mainz, die haben sogar ein System gefunden, wie sie das Ganze, wie sie Einnahmen erzielen können. Und zwar kann ich mir jetzt sogenannte Klicks dort kaufen. Ich kann zum Beispiel sagen, ich möchte, dass die ganze Welt mein Video sieht. Und dann kaufe ich mir dort 1.000 Klicks für 10 Euro und dann wird dieses Video 1.000 Leuten angezeigt. Also immer, wenn ich in die Timeline gehe, sehe ich ganz oben Werbemeldungen, die gekauft worden sind. Und darüber finanzieren die sich dann wieder, weil so ein Server, der kostet natürlich auch Geld. Die ganzen Videos müssen ja gespeichert werden, Speicherplatz. Und ich kann ja nicht einen kleinen Webserver nehmen. Ich muss ja dahinter auch eine gewisse Power haben, damit diese Videos halt schnell per Streaming verteilt werden und so weiter. Und die finanzieren sich halt darüber, dass es andere Nutzer gibt, die halt Geld dafür zahlen, dass ihre Werbung anderen Nutzern angezeigt wird. Und das wird innerhalb dieses Netzwerks akzeptiert. Und so kann man halt wunderbar seine Videos verteilen. Bin ich eigentlich dabei zu überziehen?
Zeit noch? Okay, also darf ich weitermachen? Okay. Ja, YouTube, WhatsApp. Das ist vom EFF, der Electronic Frontier Foundation, eine amerikanische Organisation, die sich sehr um die Privatsphäre bemüht. Es geht hier um WhatsApp ganz unten. Und WhatsApp hat meiner Meinung nach viel zu viele grüne Buttons. Also das einzige Negative ist, dass WhatsApp kein Open Source ist. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Es gab vor einiger Zeit riesen Werbeanzeigen. WhatsApp verschlüsselt jetzt auch. Ihr könnt alle gefahrlos WhatsApp verwenden. Es ist jetzt die Software für Instant Messaging. Und selbst Zeitungen, wie zum Beispiel die von mir geschätzte CT, Computerfachzeitschrift, hat geschrieben, WhatsApp ist cool, die verschlüsseln jetzt. Jetzt haben sie endlich den Schuss gehört, jetzt geht's rund. Und da sage ich euch, verwendet nicht WhatsApp, weil wir wissen es. Wir wissen natürlich, dass sie jetzt verschlüsseln. Das ist auch überprüft worden und so weiter. Aber weil es ja geschlossene Software ist, mit jedem Update können die doch eine Hintertür wieder eingebaut haben. Wir können es doch nicht überprüfen. Wir wissen, dass WhatsApp zu Facebook gehört, eine amererikanische Firma ist. Wir wissen, dass Facebook von der NSA abgeschnorchelt wird. Wie können wir denn WhatsApp vertrauen? Also ich verstehe es nicht. Ich kann mir das eigentlich nur so erklären, dass Facebook auch einen relativ hohen Werbeetat hat und die Zeitschriften wollen natürlich gern die Werbung drucken von Facebook und deswegen wollen sie sich das nicht mit WhatsApp verscherzen. Ich weiß nicht, ob ihr das euch schon mal aufgefallen ist, über die Lufthansa wird eigentlich auch recht wenig Negatives verbreitet, weil die Zeitungen wollen natürlich alle, dass ihre Zeitung bei der Lufthansa verteilt wird, bei den Flügen, und deswegen schreiben die nichts Negatives über die Lufthansa. Ich könnte mir vorstellen, dass bei WhatsApp sowas Ähnliches läuft. Jetzt ist natürlich die Frage, was kann man denn empfehlen? Ich habe hier mal so einige aufgelistet, die halt durchgehend grün bewertet wurden. Was? Signal wird sehr hoch geschätzt in der Open Source Community. Vorteil ist eine Open Source Software, aber der Nachteil ist, Signal braucht die Google Services, um seine Nachrichten zu verteilen. Man braucht so einen Google-Push-Service, damit man die Nachrichten erhält. Das bedeutet, Google kriegt die ganzen Metadaten. Google weiß, wer wann mit wem kommuniziert hat. Das ist nicht das, was ich mir unter einer sicheren Software vorstelle. Dann Threema ist noch angesagt, Telegram. Aber die haben alle so den Nachteil, dass entweder sind sie zentral, also keine dezentralen Netzwerke, oder nur der Client ist Open Source, aber nicht der Server. Das Einzige, was ich euch wirklich richtig empfehlen kann, ist, wenn ihr einen Jabber-Client nimmt. Weil Jabber ist ein dezentrales Netzwerk, ein offenes Protokoll, hat allerdings wieder den Nachteil, dass es nur vernünftig verschlüsselt aufgrund des Schlüsselaustausches, wenn beide online sind. Also wenn da andere offline sind, kann ich ihm keine verschlüsselte Nachricht schicken, weil für den Schlüsselaustausch müssen beide online sein. Aber ist leider immer noch das Beste, was gibt. Allerdings, wenn euch das zu anstrengend ist, dann nimmt Signal. Also Signal ist eine gute Alternative, allerdings mit dem Nachteil, dass Google die ganzen Metadaten abgreifen kann. Aber vielleicht hat mal jemand Lust, die wirklich richtige, tolle Open-Source-Instant-Messaging-Alternative zu programmieren. Facebook hatte ich schon. Kommt noch Netflix zum Ende. Netflix kennt ihr vielleicht, kann ich auf meinem Fernseher oder auch als App verwenden, auf meinem sogenannten Smart-TV. Und da kann ich mir dann Kinofilme raussuchen, ich kann Pay-Per-View machen oder ich mache so ein Abo, kann mir die Filme angucken. Da würde ich vorschlagen, dass wir so ein Peer-to-Peer-Netzwerk machen, wo dann halt freie Filme verteilt werden und wo man dann halt wieder spenden kann, sodass man halt so eine Alternative hat. Es gibt ja inzwischen so Filme, Big Bunny oder so ähnlich, wo so Animationsfilme, die auf die auf CC-Basis entstanden sind, die könnte man ja über solche Netzwerke verteilen. Oder auch YouTube-Videos könnte man ja verteilen. Also es gibt ja so YouTuber, die mit relativ schmalem Budget doch relativ aufwendige Handlungen drehen. Und ich kenne da so eine Gruppe, die drehen so historische Aufnahmen, aber die verkleiden sich halt nicht historisch, weil die haben halt kein Budget für die Kostüme über. Und die machen halt die Szene und drehen die so ganz normal ab und dann sagen sie, ja, wenn ihr die Szene toll findet, könnt ihr uns ja was spenden. Und dann drehen wir die ganze Szene nochmal, bloß mit Verkleidung. Dann können wir uns das halt leisten, beim Theaterversand halt die ganze Verkleidung auszuleihen. Und manche Filmprojekte sind dann so toll, dass sie dann finanziert werden. Und die sind ja dann schon sozusagen per Crowdfunding finanziert und die könnte man dann ja über ein freies Netzwerk verteilen. Und dann müssten wir nicht alle unser Geld zu Netflix tragen
und uns die Copyright-Filme angucken. Und Netflix ist ja auch einer der Kandidaten, die dafür gesorgt haben, dass wir beim Firefox so ein DRM-Plugin drin haben, weil die wollen ja nicht, dass wir uns die Filme kopieren und deswegen wird Firefox ja neuerdings, weil das Web-Konsortium das entschieden hat, mit so einem DRM-Blub ausgeliefert und ich möchte natürlich in meinem Firefox halt nichts drin haben, das ich nicht kontrollieren kann, das halt nicht Open Source ist und also ich schalte den immer ab, aber dann kann ich kein Netflix mehr gucken, aber das ist mir eigentlich auch egal. Aber wenn ich eine offene Plattform hätte, über die ich halt Filme gucken kann, ohne mit DRM gegängelt zu werden, dann okay, ich muss zum Ende kommen. Das war's. Wir haben leider keine Zeit mehr für Fragen und Antworten. Ich bin aber noch bis heute Abend hier. Wenn ihr noch Fragen habt, sprecht mich an. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen Einblick in die Open-Source-Szene geben und so weiter. Danke für euer Zuhören, für eure Aufmerksamkeit.